Tag, liebe Sportsfreunde, euer Gerke am Start. Heute in dem Video das Thema Brustmuskulatur, wie sie aufgebaut ist und auch das ganze Gejammer, was ich immer mitbekomme. Wie trainiere ich die Brust? Ich spüre sie ja gar nicht. Wie kann ich vor allem die einzelnen Bereiche treffen? Die untere Brust, die innere Brust, die obere Brust. Und das wollen wir heute mal ganz einfach mit einem kleinen Trick aufklären. Zum Aufbau der Brustmuskulatur. Es gibt tatsächlich nur ein pectorales Major. Es gibt noch den Minor, aber der ist eigentlich im Training relativ wenig beansprucht und eigentlich nicht zu beachten. Das, was wir trainieren, ist der große Brustmuskel, der pectorales Major. Jetzt habe ich hier ein paar Linien mal gezogen, um einfach zu verstehen, wie man verschiedene Bereiche beanspruchen kann. Ja, das sage ich ganz bewusst, wir können nämlich nur einen Muskel trainieren. Wir können niemals tatsächlich die Bereiche isolieren. Wir können theoretisch nicht die obere Brust trainieren, sondern trainieren immer die anderen Bereiche mit, haben aber die Möglichkeit, einzelne Fasern der Muskulatur, also der großen Brustmuskulatur besonders zu treffen. Jetzt kommen wir mal hier zu den Farben, die ich hier drauf gemalt habe. Die sind bewusst dafür da, um zu verstehen, wie der Brustmuskel aufgebaut ist. Hier der pectoralis major, also die große Brust, ist quasi einmal hier im lila Bereich befestigt am Oberarmknochen. Also hier ist der Muskel tatsächlich am Knochen befestigt. Im roten Bereich hingegen ist die Brustmuskulatur am Schlüsselbein befestigt, auch am Knochen fest. Hier der blaue Bereich, da ist die Brustmuskulatur am Brustbein befestigt. Im grünen Bereich an der Rippe. Jetzt haben wir zwei Bereiche, einmal hier unten den schwarzen Bereich, deswegen sind beide schwarz, und hier auch der schwarze Bereich, wo die Brustmuskulatur tatsächlich frei ist, also nicht direkt am Knochen befestigt ist. Und wenn man jetzt natürlich trainiert, sieht man auch oftmals hier in dem Bereich hier unten und auch hier oben so ein bisschen mehr diesen Punkt, ne? Deswegen einfach, um das zu verstehen, wie die Brustmuskulatur befestigt ist und aufgebaut ist. Ganz kurz zur Funktion der Brustmuskulatur. Wir haben einmal die Flexion des Oberarms, also führt den Oberarm quasi nach hier. Dann haben wir einmal die Rotation nach innen und führt natürlich auch das Schulterblatt nach vorne und nach unten. Jetzt haben wir verstanden, wie die Brustmuskulatur aufgebaut ist, wie sie funktioniert und vor allem auch, wie verschiedene Bereiche hier aufgeteilt sind. Das ist wichtig fürs Verständnis, dass wir jetzt im Training auch ein bisschen steuern können, um zu sehen, welche Fasern wir tatsächlich bei der Brustmuskulatur beanspruchen wollen. Wir können nämlich jetzt diese Linien zusammenführen und dann bestimmte Bereiche, untere Brust, innere Brust, oder obere Brust gezielt trainieren und das auch im Training mit diesen Farblinien kontrollieren. Vorausgesetzt, wir möchten hier zum Beispiel die innere Brustmuskulatur trainieren, also den Bereich ganz stark hier, diesen Bereich, ja, diese T-Shirt-Brust trainieren. Was müssen wir da machen? Wir können das sehr, sehr gut am Kabelzug simulieren. Ich mache das hier mal am Tube, am Gummiband. Da ist es ganz wichtig zu sehen, wir brauchen einmal hier diese Oberarmknochenlinie, die lila Linie muss quasi zur blauen Linie geführt werden. Ja, das heißt, hier haben wir die Kontraktion, die Verkleinerung des Brustmuskels von lila zu blau und dann treffen wir genau den Bereich. Und wir merken das auch, wenn wir das jetzt ausführen und hier einfach mal den Finger dran halten, dass genau hier die Spannung am gesamten Brustmuskel am höchsten ist. Sieht dann so aus, lila zu blau und hier die Spannung reinbringen, innere Brustfasern werden höher beansprucht. Jetzt können wir das Ganze natürlich wieder umwälzen, sagen wir wollen ein bisschen hier den unteren Bereich trainieren, hier an der Rippe quasi, die untere Brust ein bisschen trainieren. Das heißt, wir müssen vor allem Oberarmknochen und hier diesen schwarzen Bereich beziehungsweise auch ein bisschen den roten Bereich zum grünen Bereich führen. Das heißt, wir gehen von hier rein und drücken hier runter. Das heißt, ja, typisches Butterfly von oben runter drücken. Haben wir den unteren Bereich. Und wenn wir das ausführen und jetzt hier mit dem Finger tatsächlich mal dran gehen, spüren wir tatsächlich die untere Brust extremer. Also die Fasern arbeiten jetzt mehr. Für die obere Brust, ja, um diesen Schlüsselbeinbereich zu trainieren, müssen wir einfach gucken, dass wir hier, schaut mal, die schwarze und die grüne Linie hochführen zu roten. Dass wir hier den Muskel verkürzen in diesem Farbbereich. Das heißt, hier die Bewegung Schlüsselbein obere Brust, wenn wir die Fasern hier treffen wollen, müssen wir von unten hochführen. Und wenn wir jetzt hier mit dem Finger drauf gehen, merken wir, dass der innere oder untere Bereich gar nicht so stark beansprucht ist wie der obere Faserbereich. Jetzt haben wir hier die Spannung auf die obere Brust. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Das heißt, wir können, wenn wir das Prinzip verstanden haben, wie die Brust aufgebaut ist, und wenn wir dieses Linienprinzip uns als Beispiel nehmen, um zu verstehen,
gezielt die Fasern beanspruchen und sogar selbst das Ganze kontrollieren im Training, indem wir einfach sehen, okay, Farbe sowieso oder Linie sowieso fühlt sich sowieso und der Muskel verkleinert sich. Das gleiche bei der Dehnung, der Bereich vergrößert sich und der Brustmuskel wird in dem Bereich gedehnt. Das ist ein ganz einfaches Tool, was ich euch einfach mal erklären wollte, um zu verstehen, wie die Brustmuskulatur aufgebaut ist, wie sie arbeitet und wie wir, wenn wir Probleme haben, die Brustmuskulatur zu spüren, uns kontrollieren können im Training, um sie richtig zu spüren und sie richtig zu trainieren. Ja, war hoffentlich ein cooler Tipp für euch. Ihr könnt das Ganze auch nochmal hier in der Infobox abchecken als Blogartikel für meine Fitnessanleitung. Dort bekommt ihr alles nochmal schwarz auf weiß ausführlich erklärt. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis dann, euer Görki. Ciao.